Du hast deinen Mix jetzt hier mit meiner Reihe mitgemacht und willst ihn langsam mal beenden, das Mastering noch machen und endlich mal deinen Freunden oder deinem Produzenten deiner Plattenfirma, whatever, deinen Song vorstellen, dann bist du hier genau richtig. Und zwar fangen wir heute an mit dem Mastering, beziehungsweise wir machen es komplett durch. Mastering ist jetzt in unserem Fall, in den Basics, gar nicht so viel zu tun, wie man vielleicht annehmen mag. Es klingt immer so als großer Begriff. Früher gab es ja auch Studios, die nur Mastering gemacht haben und sowas. Wir sind hier im Home Recording, wir sind Anfänger, wir ziehen das natürlich ein bisschen platter auf und wir haben ja in Anführungsstrichen den Vorteil, dass wir nur einen Song haben und mit einem Song lässt sich leichter mastern als zum Beispiel mit einem ganzen Album. Nun noch mal kurz zur Erklärung, das hatte ich ja schon mal ausführlicher erklärt. Das Mastering ist quasi das Bearbeiten der konsolidierten Spur, also alle Spuren in einer Spur, wie wenn ihr einfach eine plain gesagt einen einzelnen Track habt, wie wenn ihr ein MP3 habt oder ein WAV-File, das einfach aus mehreren Instrumenten besteht, aber es ist nur noch eine Spur. Und Ziel des Masterings ist es, den Song so laut wie möglich zu machen, ohne, und das ist ganz wichtig, ohne dabei zu übersteuern. Das heißt, es sollte nicht so laut sein, dass die Pegel ins Rote gehen und es dann mit Knacken anfängt und so weiter. Und natürlich muss man dann auch entsprechend schauen, mit einem Kompressor zu arbeiten, aber es auch nicht zu übertreiben. Ihr habt ja zum Beispiel, wenn ihr jetzt wie jetzt YouTube guckt und dann guckt ihr irgendein Video und hat vielleicht einen richtig guten Sound und dann kommt plötzlich so ein Werbespot. Und diese Werbespots, die sind nicht merklich lauter, aber sie schreien euch an. Also das merkt man einfach. Und die sind mega komprimiert und richtig, richtig gequetscht und immer lauter gedreht und gequetscht und wieder lauter gedreht und so. Und da merkt man dann einfach, dass überkomprimiert nicht so wirklich geil ist. Im Rock und Metal merkt man das auch so, das sagen auch viele ja, so ab Mitte der 2000er oder Anfang der 2010er sind so viele Alben total überproduziert. Und das liegt meistens an zu viel Kompression, weil man halt gesagt hat, oh, noch mehr, noch lauter und so weiter. Und Ziel des Masterings ist es eigentlich, dass wenn ihr eine Ballade habt mit einer cleanen Gitarre, die total ruhig ist, keine Ahnung, so Pink Floyd-Style oder sowas, dass das in Anführungsstrichen genauso laut ist, wie wenn ihr jetzt mit Blastbeats einen Black Metal bolzt auf dem gleichen Album, versteht sich. Das heißt, wenn der leise, der ruhige Song kommt, muss ich nicht die Boxen aufdrehen und beim nächsten mit dem Blastbeats kriege ich dann einen Gehörsturz, sondern es ist alles auf einer Ebene. Das heißt, ich adjustiere mir einmal die Lautstärke und dann passt das. Dann habe ich die Ballade so, dass ich sie gut höre und dann habe ich die Blastbeats so, dass sie mich nicht gleich umbringen. Und genau das ist der Sinn und Zweck des Masterns und das wollen wir uns heute mal ansehen. Doch bevor es jetzt mit dem Video weitergeht, eine kleine persönliche Bitte von mir. Und zwar, der Großteil meiner Zuschauer hier hat den Kanal noch gar nicht abonniert. Haut doch mal auf den Abonnieren-Button, aktiviert gerne die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video online geht. Und ihr macht mir damit eine riesengroße Freude und werdet dann auch zukünftige Videos nicht verpassen. Ich gehe noch mal kurz die ganzen Spuren hier durch. Klingt ganz cool. Alles im grünen Bereich, dann sollte das ja passen, richtig? Nicht so ganz. Wie ihr hier seht, jetzt passen wir mal auf die Masterspur auf. Ich habe jetzt wieder alle Spuren zusammen angemacht. Da kratzt das Ganze. Und das ist natürlich doof. Hier schlägt es nämlich in den roten Bereich aus. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Es soll laut sein, ja. Es darf auch in den Orangen so ein bisschen rantippeln, aber es sollte definitiv nicht kratzen. Und nicht in den roten Bereich, nicht einmal, nicht an der lautesten Stelle, nicht bei dem lautesten Wumms, an dem ihr die Gitarre am meisten angeschlagen habt und die Drums dann noch prägnant laut sind und sowas, sondern wir wollen natürlich die Kirche im Dorf lassen und einen richtig smoothen Sound rauskriegen. Wie veranstalten wir das jetzt? Wir machen das eigentlich relativ simpel. Ich nehme mir hier, weiter kann ich mir gleich von einer anderen Spur kopieren. Ich klaue mir hier mal den Kompressor mit Steuerung C. Also ich markiere ihn hier, klicke einmal hier den Namen, Steuerung C, gehe dann auf meine Masterspur, Steuerung V. Dieses erste Plugin hier braucht euch nicht interessieren, sage ich jetzt mal. Das ist nur dafür da, dass ihr überhaupt die DAW in meinen Videos hören könnt. Da braucht man ein extra Plugin, da ich das mit OBS hier aufnehme, dass überhaupt der Sound hier wiedergegeben wird und ihr euch nicht immer wundert, wenn ich auf Play drücke, dass dann ihr da nichts hört. Von daher, im Prinzip in eurer Kette wäre dann hier der Kompressor das erste Plugin. Ich habe das natürlich jetzt schon mal ein bisschen im Voraus mir was zusammengeschustert, was mir ungefähr passt. Ich bin hier bei einem Attack von 9 Millisekunden. Hier bin ich auf 250. Beim Ratio waren wir heute mal ein bisschen gnädiger mit 2,5.
Und hier beim Nie bin ich auf 18 runter. Ich habe mir noch einen High-Pass-Filter von 120 Hertz gemacht, der dann so ein bisschen, sage ich mal, den Dirt rausnimmt. Jetzt müssen wir bloß schauen, ich pegel die hier mal so ungefähr auf dem Nullpunkt ein. Und hier müssen wir natürlich mit dem Threshold noch gucken, wo wir da genau ansetzen. Der Kompressor hier soll arbeiten, aber er soll natürlich nicht bis komplett nach unten oder so ausschlagen. Da müssen wir jetzt ein bisschen spielen, auch mit dem Output, immer so ein bisschen hin und her adjustieren, bis wir dann was Brauchbares rausbekommen haben. Und wie ihr seht, es ist mir jetzt gerade ein paar Mal hier beim Output in den roten Bereich ausgeschlagen. Da könnt ihr einfach draufklicken. Das funktioniert bei fast jeder DAW, bei den meisten Pegeln. Da klickt ihr dann drauf, dann geht dieser Marker weg, dass es in den roten Bereich gekommen ist. Wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, roter Bereich, okay, ich adjustiere nach, klickt ihr einmal drauf, dann ist dieser Marker weg. Und dann könnt ihr sehen, ob es nochmal in den roten Bereich ausschlägt. Ihr müsst dann nicht extra mal Stopp drücken, kurz warten und wieder Play drücken, sondern ihr könnt dann einfach diesen roten Bereich immer anklicken. Das funktioniert auch in Cubase, das funktioniert auch in Adobe Audition und so, sollte eigentlich in jeder DAW funktionieren. Für jetzt, so für so einen, sag ich mal, einen schnellen Master, soll mir das hier so reichen? Der Kompressor arbeitet, es springt nicht ins Rote. Bei dem Initialen, wenn ich hier Play drücke, nicht wundern, es liegt an Ableton, an der DAW, wenn ich einmal da kurz Play drücke, dass es einmal ganz kurz ausschlägt. Und da geht es dann manchmal hier in den roten Bereich. Aber der Kompressor arbeitet. Hier der Output, der passt soweit. Sind wir hier schon mal im safen Bereich, sage ich jetzt mal. Hier mit minus 21,1 Dezibel im Threshold. Und haben dann diesen Part schon mal abgeschlossen. Jetzt ziehe ich mir noch einen EQ auf die Spur. Hier machen wir es ganz simpel, bei so 60 Hertz ungefähr. So, machen wir einen großen Q. Haben hier das so ausgewählt, dass es eben diese Spitze ergibt. EQ habe ich ja schon mal erklärt. Und nehmen hier einfach mal ein bisschen was raus. Das sind die Frequenzen, die man eh sehr wenig hört. So tiefe Frequenzen kann das menschliche Ohr nicht so gut verarbeiten. Das sind teilweise einfach so ein bisschen Störgeräusche, die wir dann noch ein bisschen mit rausnehmen. Macht einen kleinen Unterschied, jetzt nicht den mega großen. Ich glaube, wenn man elektronische Musik macht oder so, ist das noch ein bisschen anders, wenn man jetzt so eine richtig fette Bassdrum hat. So uts, uts, uts. Aber so ein ganz klein bisschen nachjustieren macht den Braten da nicht fett, ist nicht schlimm, dauert nicht lange und macht den ganzen Mix ein bisschen smoother und gibt noch ein bisschen mehr Platz für die Frequenzen, für die Sachen, für die Instrumente, die wir tatsächlich dann eher hören möchten. Ihr merkt, der Unterschied ist marginal, aber ich mache das gerne. Ich habe das mal irgendwann im Tutorial gesehen, dass man eben hier so bei 60 Hertz noch mal ein bisschen was rausnehmen soll und fand das eigentlich ganz cool. Wenn ihr es in eurem eigenen Mix anhört, werdet ihr wahrscheinlich auch merken, wie da der Unterschied ist. Und letzten Endes haben wir jetzt noch, glaube ich mir auch mal hier, noch einen Limiter, den wir draufsetzen. Mit dem können wir hier noch mal den Gain adjustieren. Wir hatten das ja im letzten Video schon, der Limiter soll so ein bisschen arbeiten, am besten so zwischen 0 und 6, aber nicht wirklich tiefer, weil es ansonsten schwierig wird und es einfach nicht mehr natürlich klingt. Und deswegen, wir drücken Play, adjustieren den Gain ein bisschen und schauen mal, was der Limiter hier so macht. Und wie ihr seht, so 7,3 Dezibel kann ich da easy noch drauf geben. Er ist gut am Arbeiten, aber es wirkt nicht künstlich. Und wir haben hier jetzt einen schönen lauten Track, wenn wir auf die Masterspur schauen. Das ist wirklich, ja, Millimeter vor dem orangenen Bereich. Wir sind also im grünen Bereich, das heißt, wir sind gut unterwegs. Und das wäre im Prinzip schon, ja, sage ich jetzt mal, der fertige Master. Wie gesagt, dieses Tutorial ist basic. Wenn ihr Deep Dives macht oder einen Toningenieur fragt, der würde wahrscheinlich über meine Produktion hier lachen. Aber wie ihr halt merkt, ihr macht dann halt aus einem, ja, billig
aufeinandergelegten Track macht ihr dann schon ordentlich was. Was ich noch anmerken möchte mit dem Mastering, wie hatte ich ja gesagt, man hat ja dann normalerweise nur eine Tonspur. Wir leben ja glücklicherweise im Jahr 2024. Das heißt, wir haben in unserer DAW einfach die Masterspur mit dabei, die wir bearbeiten können. Ihr müsst das nicht extra exportieren, ein neues Projekt starten, nur eine Spur drin haben und die dann da bearbeiten, sondern wenn was ihr da bearbeitet auf der Masterspur, hat den gleichen Effekt. Und das hat halt auch den Vorteil, wenn ihr dann sagt, ja, in meinem Mix möchte ich aber noch ein bisschen nachbessern, ich möchte hier doch ein bisschen die Gitarre ein bisschen lauter oder leiser machen oder sowas, dann könnt ihr da natürlich dann entsprechend noch nachjustieren, um dann eben für euch das beste Ergebnis rauszukriegen, wie ihr eben euren Mix, euren Master haben möchtet. Und wenn ihr dann fertig seid, Hotkey Steuerung S, damit speichert ihr euer Projekt wieder ab, geht es eigentlich nur noch auf Datei exportieren. Hier wählen wir den Master aus. Die anderen Sachen kann man hier so lassen. Die 48.000 Hertz habe ich schon erklärt gehabt. Die lassen wir auch. Und jetzt habt ihr hier die PCM-Enkodierung. Das heißt, ihr bekommt einen Wave-File, der unkomprimiert ist. Also der hat dann 60, 70 Megabyte oder sowas. Ist recht groß, aber hat dafür eben keine Komprimierung. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr hier die MP3-Enkodierung noch anschalten. Dann bekommt ihr das Ganze auch als MP3 raus, der dann halt so 7, 8, 9 MB hat. Mit einer Bitrate von 320 Kilobit pro Sekunde ist für einen MP3 absolut okay. Viel weiter drunter würde ich heutzutage nicht mehr gehen. Speicherplatz ist jetzt nicht mehr so eine Mangelware, wie es Anfang der 2000er war, wo man gesagt hat, wenn ich 192 Kilobit habe, dann ist es schon viel und das finde ich schon krass und das nimmt ja viel Speicher weg, sondern heutzutage hat man ja eigentlich überall genügend Speicher. Von daher sind 320 Kilobit voll in Ordnung und das Wave-File nehmen wir natürlich, weil wir ein unkomprimiertes File haben wollen. Ich nutze dieses Wave-File dann für den Backing-Track, den ich euch zusammen mache, der heute auch noch erscheint, den wir hier gemixt haben und gemastert haben. Und den MP3, den kann man zum Beispiel nutzen, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt einem Freund irgendwie das per WhatsApp schicken oder mal per E-Mail oder irgendwo hochladen oder sowas. Da kann man dann natürlich den MP3 nehmen, weil er einfach vom Speicher her weniger Platz einnimmt. Oder wenn ihr eure Songs auf euren USB-Stick oder auf euer Autoradio ziehen wollt, auf euer Handy, whatever, dann tut es natürlich da im Regelfall der MP3. Wir wählen jetzt hier Exportieren aus. Ich suche mir hier was aus. Ich bin hier auf dem Desktop. Ich habe hier schon mal Probe-Export gemacht gehabt. Und überschreibe den jetzt einfach ein bisschen tiefer in die Produktion eintauchen, weil ich das auch selber gerne möchte. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald das nächste Video online geht. Und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video wieder. Seht ihr dann auch mich mal wieder. Und da gibt es dann wieder mal eine kleine Übung, damit ihr auch an der Gitarre ein bisschen was zu tun habt, ne? Bis dahin wünsche ich euch ein cremiges Wochenende und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Backing-Track da einfach ein bisschen drüber zu solieren. Falls ihr selber sagt, ja, ich habe jetzt eine kleine Produktion mitgemacht oder ihr sagt, hey, ich spiele jetzt mal was über den seinen Backing-Track drüber oder sowas, könnt ihr mir das natürlich gerne zuschicken. Ich freue mich da immer über Input. Ich freue mich auch, wenn ihr Spaß mit den Backing-Tracks habt und da ein bisschen rumprobiert und so weiter. Von daher haut es gerne raus. Ihr könnt mich per E-Mail erreichen, blende ich unten im Video hier gerade mal ein. Und ihr könnt natürlich auch mich auf Instagram, Facebook anschreiben und mir da eine Nachricht schicken oder meinetwegen MP3 oder sowas. Ne? Ich freue mich immer sehr über Input und über Feedback, vor allem wenn ihr dann sagt, hey, das hat mir jetzt genutzt oder das benutze ich, das macht Spaß, dann freue ich mich natürlich drüber, auch eure Resultate zu sehen. Aber das soll es jetzt gewesen sein und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.